Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Testbild TV, die erste im Jahr 2014, also nachträglich ein etwas verspätetes frohes neues Jahr. Heute führen euch durch die Sendung Basti und Andi. Und ich erzähle euch kurz, was euch in der heutigen Sendung erwartet. Starten tun wir heute mit unserer Umfrage. Danach gucken wir uns einen Teil der Stabi mal etwas genauer an. Dann gehen wir in alte Zeiten von UniTV zurück und zum Schluss gibt es mal etwas Theater, aber dazu später mehr. Los geht es mit der Umfrage. Passend zum Stress am Semesterende ging es diesmal um die Frage, wo lernt ihr am liebsten, wo bereitet ihr euch vor auf Prüfungen und Klausuren? Die schönste Bibliothek ist natürlich die Ärztliche Zentralbibliothek. Die Spanisch- und Portugiesisch-Bibliothek, weil man da eine so schöne Aussicht hat über die Stadt, dass man gerne mal den ganzen Stress vergisst, den man eigentlich hat. Die Stabi, besonders deswegen, weil die Leseräume eine gute Arbeitsatmosphäre verschaffen und man da Ruhe hat. Und die Arbeitsflächen sind sehr groß, also ich fühle mich da wohl, meine Arbeit zu schreiben. Weil die so wunderschön gelb gestrichen ist, die Mitarbeiter sehr nett sind und es da tolle Automaten gibt, wo man sich leckere Sachen für die Pause kaufen kann. Ja, hier ist die Infrastruktur ganz gut, deswegen komme ich aus der HCU immer her. Bis jetzt im März der Neubau fertig ist bei uns in der Hafen City, denke ich, werde ich nämlich noch hier vergnügen und dann schauen wir mal, wie dann die Gegebenheiten in der Hafen City sind. Die Mata-Mucho-Bibliothek finde ich am besten. Ich finde auf jeden Fall die Rechtsbib eigentlich ganz schön, wenn man da ganz gut lernen kann. Also schön von der Aufmachung her, Stahl, Glas. Die für Erziehungswissenschaften, die Mata-Mucho, einfach weil das mein Fachbereich ist und die ist gemütlich, ja. Weil die schön ruhig ist, nicht so voll und weil sie auch meinen Fakultätsbereich abdeckt. Leider schmeißen die dann immer raus, wenn die Ausarbeiten haben, was ich ein bisschen assi finde, weil das sonst keine Bibliothek macht, aber deswegen bin ich jetzt hier in der Stabi. Ist auch schön. Ja, dank euren Lerntipps können die Prüfungen jetzt ja losgehen. Ich selber bin auch so ein bisschen in Zeitnot, was so Prüfungen angeht. Ich habe jetzt noch 4 Tage für eine Ausarbeit und naja, es wird ein bisschen eng, aber... Ich finde es immer völlig dämlich, wenn es dabei schon zum Problem wird, überhaupt an Materialien zu kommen, wenn man lernen muss. Ja, hast du Erfahrung mit der Stabi? Also die Stabi ist eine Katastrophe. Hast du noch was ausgeliehen? 1-2 Mal, ja. Also die Fernleihe, das funktioniert überhaupt nicht. Da muss man erst zum Kassenhäuschen einen Coupon holen. Damit geht man zum Pförtner, holt einen Fernleihe-Coupon. Dann geht man nach Hause, gibt dann einen Code im Internet ein und kann dann überhaupt erst was ausleihen. Okay, also das hört sich ziemlich kompliziert an. Ist es auch. Und die Stabi hat noch einige Probleme mehr. Das haben wir mal untersucht und wollen wir euch heute zeigen. Die Staatsbibliothek. Hort des Wissens ganzer Völker und Nationen. Doch lange nicht jeder Sterbliche hat Zutritt zu den Schriften innerhalb der altehrwürdigen Betonwände. Während bei den schon sagenumwobenen Schließfächern pure Muskelkraft gefragt ist, scheitern auch die klügsten Geister gelegentlich an der Fernleihe. Das weiß auch Olaf Eigenbrot, Leiter der Abteilung für Benutzungsdienste. Also das Fernleihsystem ist in der Tat etwas kompliziert. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, es ist einmalig. Und das ganze Fernleihsystem ist auf Online-Fernleihe umgestellt worden. Bei der Umstellung ist aber noch eine entscheidende Lücke im System entstanden. Und deshalb muss man derzeit noch, wir hoffen aber, dass wir das demnächst ändern können, einen sogenannten Fernleih-Coupon kaufen, bevor man die Fernleihe aufgeben kann. Bis die Änderungen greifen, sollen nicht mehr als 2 Jahre vergehen. Bei der Ausleihe muss der wissbegierige Student die Maschinen der Stabi mit viel Datenmaterial füttern. Das gefällt längst nicht jedem. Ich finde das ehrlich gesagt total furchtbar, was die Stabi macht. Die sammelt die ganze Zeit meine Daten, das ist ja wie die Stasi. Ich habe echt das dunkelblaue Gefühl, dass die Stabi genau wie die NSA genau alles aufzeichnet und speichert. Also das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, ist, dass die Stabi meine Daten verkauft für nicht wissenschaftliche, sondern wirtschaftliche Zwecke. Nein, die Daten kann man für andere Sachen nicht nutzen. An die Daten kommen auch nur wir ran, weil die in unserem System gespeichert sind, lokal. Und die werden auch nicht irgendwie an Dritte weitergegeben oder für andere Zwecke verwendet. Die Universität weiß zum Beispiel auch nichts von den Daten, die wir speichern und umgekehrt. Beruhigend. Doch nicht nur die Daten hüte die Bibliothek wie ihren Augapfel. Wer den Büchern mit Kaffee, Zigarettenasche oder Schokopudding zu Leibe rückt, macht schnell Bekanntschaft mit dem kompetenten Service- und Sicherheitspersonal. Also einmal, da saß ich ganz gemütlich in der Stabi und wollte einfach nur in Ruhe lernen. Und dann, naja, ich hatte so einen trockenen Hals und dann wollte ich einfach einen Bonbon. Und dann kam auf einmal so ein Security-Mann von der Stabi an und der hat mich da angebrüllt. Ich hatte Angst, dass der mir noch irgendwas antut und dann sollte ich ernsthaft diesen Bonbon wieder ausspucken. Und seitdem
ich weiß nicht, habe ich total Angst, wieder in die Stabi zu gehen. Ich lerne jetzt nur noch zu Hause. Verstörende Bilder. Die Stabi-Leitung will jetzt reagieren. Also wir vertrauen den Leuten, die zu uns kommen, immer mehr. Wir haben auch immer mehr Bereiche, in denen man eigentlich fast alles darf. Es weht also bald ein anderer Wind durch die Regalreihen. Neben der vereinfachten Fernleihe wird vor allem die neue Hamburger Freundlichkeit die Studierenden sicher begeistern. Die Zukunft für die Staats- und Universitätsbibliothek verspricht somit rosa-rot zu werden. Ja, Andi, das hört sich echt ganz schön kompliziert an. Also ich werde mir da echt zweimal überlegen, ob ich mir da wirklich ein Buch ausleihe. Vor allen Dingen bei 4 Tagen Restzeit für eine Hausarbeit. Das wird knapp. Aber anscheinend haben ja nicht nur so große Organisationen wie die Stabi solche bürokratischen Probleme, oder? Nee, aber gerade bei diesen kleineren Institutionen, wie auch bei uns zum Beispiel, wiegen diese Probleme dann einfach auch deutlich schwerer. Wir von Testbild TV, ehemals Uni TV, haben das auch schon mal am eigenen Leib erfahren müssen. Ja, ganz genau. Wir haben euch dazu einen kleinen Beitrag rausgesucht, der euch eben genau zeigt, was passiert, wenn Gremien sich einerseits nicht einig sind und wenn das liebe Geld wieder eine große Rolle spielt. Das war ganz schön knapp. UniTV sendet zwar immer noch, das war im letzten Monat aber noch gar nicht so sicher. Wir erinnern uns. Unser Programm könnte nämlich bald schon so aussehen. Durch die Handlungsunfähigkeit des Stupa sind seit April UniZeitung, UniRadio und auch UniTV ohne Geld. Das war ein Ausschnitt aus unserer letzten Sendung und das hier ist die Tür zum Stupa-Sitzungsraum. Hinter der geschah am Tag nach unserer letzten Sendung das Unfassbare. Was neutrale Beobachter für unmöglich hielten, wir haben einen Augenzeugen. Ist es schon 3 Wochen her? Ich denke noch, es wäre gestern. Ich meine, 3 Wochen erschien mir die Zeit, bis es dann endlich zum Punkt 1 der Tagesordnung kam. Nämlich halt der Abstimmung der Tagesordnung, was an Platz 1 soll. Und bevor ich sagen konnte, macht die Gelder für UniTV und UniZeitung auf Platz 1, meldet sich eine echt süße Schnecke von der Liste links, ausgerechnet der Liste links, und sagt, die müssen wieder senden und das muss auf Platz 1 der Tagesordnung. Und dann meldet sich jemand von RCDS und sagt, UniTV braucht Geld und von allen anderen Listen auch. Und dann haben sie abgestimmt und bei allen anderen Abstimmungen vor. Immer entweder nur die Arme rechts von der Säule ging hoch oder nur die links von der Säule. Und jetzt, ich gucke mich um, also soll UniTV Geld kriegen? Rechts alle Arme hoch, links alle Arme hoch. Auch bei uns sind, wie ihr seht, Förderer und Sponsoren also sehr wichtig. Finanzielle Unterstützung in jeder Form ist also auch bei uns sehr gern gesehen und angenommen. Ja, aber trotzdem, Andi, Probleme über Probleme in unserer Sendung heute. Erstmal ging es mit Lernstress los, Stabi-Bürokratie, dann stand Testbild TV bzw. ehemals UniTV kurz vor dem Aus. Gibt es da irgendwie nochmal einen positiven Abschluss vielleicht? Den gibt es tatsächlich. Viele junge Menschen haben den Traum einer professionellen Schauspielkarriere. Selbst wenn das dann nicht im Beruf klappt, bleibt die Schauspielkunst in den meisten Fällen eine absolute Leidenschaft. Das ist auch bei der Gruppe der University Players so und die stellen wir euch jetzt mal vor. They can't control their eyes. Ende Januar führten die University Players im Audimax das Stück Pornography auf. Ein Stück über London und seine Bewohner. Aber auch über den Terroranschlag in der Londoner U-Bahn im Juli 2005. Pornography ist aber auch ein Stück, dessen komplettes Team aus meist studentischen Freiwilligen besteht. Wir machen pro Semester eine Produktion. Sag mal, zu Semesterbeginn gibt es Vorsprechen. Das heißt, die ganzen Vorbereitungen laufen natürlich schon vorher. Es ist vorher klar, wer führt Regie, welches Stück wird gemacht. Und ein paar Bereiche sind meistens auch vorher schon abgedeckt, dass man irgendwie schon Leute hat, die gesagt haben, ja, ich kümmere mich wieder ums Licht oder ich kümmere mich um dies oder das. Und dann ist immer zu Semesterbeginn fangen die Vorsprechen an und zu Semesterende sind dann die Vorstellungen. Dann habe ich ungefähr 10 Wochen mit denen geprobt. Das ist sozusagen meine Hauptaufgabe. Ich muss natürlich auch mit allen anderen Departments Rücksprache halten. Das heißt, ich muss mich auch mit dem Licht treffen und mit denen ein Lichtkonzept entwickeln, denn sonst hätten wir hier kein Licht. Mit der Bühne. Man muss gemeinsam eine Bühne entwickeln, überlegen, wie soll das Ganze aussehen? Was kann man mit der Bühne machen? Mit Requisite, mit Kostüm, mit Ton. Jetzt habe ich bestimmt irgendjemanden peinlich vergessen. Es sind viele Bereiche und man muss mit allen sich absprechen und man muss eben ein Gesamtkonzept haben und man muss alle Leute zusammenbringen und das am Ende auf die Beine stellen. Also das ist so meine Hauptaufgabe beim Regieführen. People,
get buried in rooms. They get walled up in cellars. They're dug under the gardens. All of these things happen. What? Henrike und Nicolas sind dieses Mal als Schauspieler dabei. Henrike spielt ein Mädchen, das sich sexuell zu ihrem Bruder hingezogen fühlt. Nicolas spielt den Bond-Mattentäter. Also ich sehe es, glaube ich, eher als Hobby. Das liegt aber daran, also ich habe das tatsächlich mal versucht. Also ich habe mich mal auf Schauspielschulen beworben und das hat dann nicht ganz so geklappt. Und ich auch. Nee, aber ich finde, das ist ein ganz wunderbares Hobby und ich meine, klar, wenn sich mal irgendwas ergibt in irgendeiner professionellen Richtung, immer gern, her damit. Aber so einfach aus Leidenschaft im Team das zu machen, finde ich auch super. Ja, kann ich mich eigentlich direkt anschließen. Also ich habe es auch mal professionell versucht, aber bei den Anstürmen von Bewerbern ist es echt heutzutage nicht so leicht. Man kann eigentlich ganz unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen. Also wir sind ja jetzt die Schauspieler, da ist die Aufgabe natürlich ganz klar. Aber es gibt Leute vom Licht, Regieassistenten, die ganze Produktion müssen immer Leute machen. Also es ist ein riesengroßes Team und ziemlich gut organisiert. Und ich glaube, dass es auch ziemlich wichtig ist, dass es eben viele Menschen gibt, die da sich engagieren, damit das Ganze läuft und damit man jetzt zum Beispiel auch als Schauspieler darauf vertrauen kann, dass so alles drumherum dann auch wirklich stimmt. Das fand ich immer sehr angenehm hier, oder finde ich immer noch. Ja, das ist eigentlich auch das Tolle an der Gruppe, dass eigentlich jeder mitmachen kann und jeder seine Lust am Theater auf seine Weise sozusagen mitmachen kann, ausleben kann. Zum Repertoire der University Players gehören klassische und moderne Stücke des englischen und amerikanischen Theaters. Mit dabei waren schon Shakespeares Hamlet und Orwells 1984. Wir machen das alle aus Liebe zum Theater und aus purer Leidenschaft. Und hier wird keiner bezahlt. Und deshalb funktioniert das so toll, weil hier wirklich nur die Leute sind, die unbedingt wollen. Ja, zum Glück können wir jetzt doch noch mal mit etwas Positivem abschließen heute. Zumindest hört sich das echt nach viel Spaß und Kreativität an. Und damit beenden wir die Sendung für heute. Die nächste Ausgabe von Testbild TV gibt es im neuen Semester. Genau, und von uns natürlich auch noch mal viel Erfolg bei den restlich anstehenden Klausuren und Prüfungen. Und ja, wir sehen uns, ne? Tschüss, bis zum nächsten Mal.